Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video auf dem Kanal. Es geht heute mal wieder sowas, so wie ein Talk-Video. Es geht um, ja, wie soll ich das ausdrücken? Es geht um ein Video in gewissermaßen um einen YouTuber, der vor kurzem die 20.000 Abonnenten erreicht hat. 20.000 Abonnenten sind schon mal viel, also ne, für alle kleinen YouTuberinnen von den Verhältnissen, also jetzt auch von meinen Verhältnissen, wäre 20.000 Abonnenten mittlerweile momentan unvorstellbar. Muss ich ganz ehrlich sagen, also auf jeden Fall Props gehen raus, 20.000 Abonnenten ist viel. Es gibt bloß ein Problem, und zwar ich habe mir auch schon verschiedene Sachen überlegt, oder damals diese Challenge, also wo ihr quasi ETS-Bilder schickt und ihr dann Steam-Spiele dafür gewinnen könnt. Diese Steam-Cards und so weiter. Das habe ich mir überlegt, das habe ich als kein Abo-Special gemacht, sondern das habe ich einfach so rausgemacht. Und ich habe auch noch einiges an im Stream auch an Verlosungen und auch an so Gewinnspielen geplant für euch. Da ist schon was in Planung. Aber es geht jetzt darum, das ist ein 20.000 Abonnenten-YouTuber. Was hat er als 20.000 Abonnenten-Special gemacht? Er spielt eine Runde Minecraft Skywars. Jetzt ist es aber so, 20.000 Abonnenten-YouTuber, ein Abo-Special. Er spielt einfach bloß Minecraft Skywars. Dieses 20.000 Abonnenten-Special besteht aus Werbung für seinen eigenen Server, für seinen eigenen Minecraft-Server. Gut, es ist sein eigener Minecraft-Server, er darf natürlich Werbung machen, also das prangere ich auch gar nicht an, was heißt anprangern, aber er macht halt Werbung. Zwischenzeitlich am Anfang immer mal wieder diese Einblendungen, schaffen wir 300 Likes, schaffen wir 300 Likes. Das mit diesem Like-Battle, was heißt Like-Battle, ich sag zwar auch immer, gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr wollt. Ich sag immer, gekonnt, wenn ihr wollt dazu, weil, ja, es ist halt einfach so, ihr wisst es ja im Grunde genommen, wisst ihr es ja eigentlich, like ich das Video jetzt oder like ich das Video nicht. Das ist egal. Jetzt ist es aber so, dass dieser 20.000 Abonnenten-YouTuber in diesem Abo-Special etwas verlost. Also man kann was gewinnen. Das Problem ist bloß, dass es Autogrammkarten sind. Also er verlost macht als Gewinnspiel Autogrammkarten. Jetzt frage ich mich, Autogrammkarten bei einem 20.000 Abonnenten-YouTuber? Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Also, mir würden da deutlich bessere Sachen einfallen, die ich verlosen oder ja als Gewinnspiel machen kann, ne? Bei 20.000 Abonnenten vor allem, würde mir deutlich was Besseres einfallen. Jetzt kommt aber der Clou. Er sagt dann, da es gewisses Geld kostet, diese Autogrammkarten natürlich den jeweiligen zukommen zu lassen, ne? Kostet Geld, die zu verschicken, kriegt man diese Autogrammkarten nur dann, wenn man auf diesem Server im Shop ab einem Mindesteinkaufswert von 15 Euro was kauft. Erst dann bekommt man diese Autogrammkarte kostenlos dazu. Nee, Leute, versteht mir nicht falsch. Also ich will denjenigen wirklich überhaupt... Also ich will ihn eigentlich nicht haten in dem Sinne. Haten ist ja was anderes, aber ich meine halt einfach bloß... ich weiß halt nicht, was mit YouTube manchmal los ist. Ich meine, ein 20.000 Abonnenten-YouTuber verlost, kann man auch nicht richtig sagen, als Gewinnspiel, Autogrammkarten... Wenn man in seinem Minecraft-Store, im Minecraft-Shop von seinem eigenen Server ab einem Mindestbestellwert von 15 Euro etwas kauft. Das kann es nicht sein. Das kann es wirklich nicht sein. Ich meine, haben auch welche in die Kommentare geschrieben, auch, dass sie das eigentlich nicht so geil finden. Und ich muss auch sagen, es ist nicht geil. Das wäre dasselbe, wenn ich jetzt, einen 3.000 Abonnenten, bei meinem 3.000 Abonnenten-Special verlose ich an euch irgendetwas. Dafür müsst ihr aber... Keine Ahnung, dort dafür müsst ihr, was weiß ich, wenn ich einen Merch-Store hätte, dafür müsst ihr dort erst einmal richtig hart einkaufen oder... Ich weiß nicht, mir fällt gar kein anderes Beispiel ein, weil ich habe ja keinen Server oder keinen Merch-Store oder sonst irgendwas, was ihr kaufen könntet von mir, also würde mir sowas nicht einfallen. Für was? Aber wirklich 20.000 Abonnenten-YouTuber verlost, macht das Gewinnspiel Autogrammkarten und dann auch noch auf einem Mindestbestellwert von 15 Euro. Ich verstehe mich jetzt nicht falsch, aber... Das ist, ja, nee. Nee, das muss wirklich nicht sein. Das muss wirklich nicht sein.